Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns ein hammermäßiges Coupé an. Die Rede ist natürlich hier vom Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG. Und ich glaube, man muss kein Experte sein, um direkt zu erkennen, dass dieses Fahrzeug alles andere als ein Serienmodell ist. Und das ist es auch tatsächlich nicht. Der 6.0 AMG basiert nämlich auf der 124er Baureihe von Mercedes-Benz. Das war die damalige sogenannte mittlere Baureihe. Das wäre heute einfach die E-Klasse. Und da wir hier ein Coupé-Modell haben, ist es halt jetzt ein E-Klasse-Coupé. Und AMG wollte daraus ein bisschen mehr rausholen. Und da vielleicht auch nochmal, um kurz einzuhaken, AMG war damals, Ende der 80er Jahre, noch ein ganz normaler Tuner-Motorenveredler von Mercedes-Benz-Modellen, also noch keine offizielle Tochtergesellschaft von Mercedes. Und eben Ende dieser 80er Jahre wollten sie mit dem damaligen Spitzenmodell dieser 124er Baureihe, das war der 300er CE, ja, ein bisschen mehr rausholen. Allerdings war der Basismotor nicht so geil. Es war ein 3 Liter rein 6-Zylinder. Also da hat AMG gedacht, ja, da können wir jetzt nicht so viel rauskitzeln. Deswegen haben sie einfach kurzerhand, und da werfen wir einfach schon mal einen Blick in den Motorraum, einen M117 V8 Motor aus der damaligen S-Klasse verbaut. Aber das war ihnen auch nicht genug, denn der hatte 5,6 Liter. Das fanden sie ein bisschen zu wenig. Deswegen haben sie das einfach kurzerhand auf 6 Liter aufgebohrt. Und die damaligen 2 Ventile pro Zylinder war ihnen auch zu wenig. Deswegen haben sie das einfach verdoppelt und haben es auf 4 Ventile pro Zylinder erhöht, um damit einfach die Leistung massiv zu steigern. Aber nicht nur die Leistung und der Motor wurde natürlich verändert, sondern natürlich auch optisch. Denn ich meine, diese 17 Zoll Tiefbettfelgen, die fallen natürlich auch schon mal direkt ein bisschen auf. Und auch generell, das Fahrzeug ist ein bisschen breiter, ein bisschen bulliger. Man hat hier auch so eine leichte Abrisskante hinten verbaut. Ja, ich denke auch mal, der Endschalldämpfer sieht nicht so ganz nach einem Serienmodell aus. Also da ist auf jeden Fall auch ein bisschen was passiert. Und ja, wenn dir die Optik tatsächlich damals, wenn du den kaufen wolltest, noch nicht brutal genug gewesen ist. Es gab auch optional bei AMG nochmal ein Karosserie-Kit, was das Fahrzeug nochmals breiter, bulliger gemacht hat. Ich glaube, die Abrisskante wäre dann nochmal größer geworden. Also, ja, keine Wünschen offen, so zu sehen. Und ja, unter der Haube, neben dem Motor, ist auch nochmal ein bisschen was passiert, nämlich, genauer gesagt, bei ja, deinem Fahrwerk, da wurde nämlich von AMG eine elektronische Fahrwerksregulierung verbaut. Die hatte ja zwei Eigenschaften. Einmal war sie niveauregulierend, das heißt, vorne und hinten wurde das immer ein bisschen angepasst in der Höhe, sodass man halt einfach ordentlich fahren konnte und ordentlich auch Grip hatte. Des Weiteren wirkte auch eben diese elektronische Fahrwerksregulierung sehr dämpfend und man hatte die Möglichkeit tatsächlich in bis zu 3 Stufen die Härte des, ja, des ganzen Fahrwerks einzustellen, wobei man sagen muss, die weicheste Einstellung, also die Komforteinstellung, war immer noch hammerhart, also ja, mit so schön durch die Gegend oder angenehm durch die Gegend cruisen war bei diesem 300er CE 6.0 AMG nichts. So, das schon mal direkt die Fakten vorweg, weil ich finde, die sind schon nicht unwichtig. Aber jetzt haben wir genug palabert, jetzt wollen wir genau diesen Motor hier starten und natürlich auch einsteigen in das Fahrzeug und das Ganze auch ausfahren. Und da gibt es eigentlich nur einen geeigneten Ort hier am Anfang der Folge und zwar natürlich unsere PXH-Teststrecke und ich würde sagen, auf geht's auf eine schnelle Runde. Und mit dem Beginn der Teststreckenrunde machen wir mal noch die Leistungseckdaten konkret. Wie schon gesagt, im Herzen schlummert ein 6 Liter V8 Motor. Der leistet 385 PS und 566 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze in Verbindung mit einem Viergang-Automatikgetriebe. Das Gewicht des Fahrzeugs liegt so bei 1,6 bis fast 1,7 Tonnen. Trotzdem schafft das auf die Hinterachse angetriebene Coupé den Sprint von 0 auf 100 in 6,2 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit wird bei stolzen 289 km/h erreicht. Ich finde diese Werte für ein Fahrzeug Ende der 80er Jahre echt hammer, hammer hart und das dachten sich wohl die Amerikaner auch. Die haben nämlich den Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG kurzerhand The Hammer getauft. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum das Fahrzeug nicht den vollen Namen hier im Spiel hat, sondern hier einfach nur Mercedes-Benz AMG Hammer Coupé heißt. Und ein Hammer Coupé ist es auf jeden Fall. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und was man auch nicht von der Hand weisen kann, sind meine persönlichen Eindrücke hier auf der Teststrecke zu diesem Fahrzeug. Die waren tatsächlich
doch sehr positiv. Ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass das Fahrzeug sich super behäbig fährt und überhaupt keinen Spaß macht. Gut, ein bisschen behäbig fuhr es sich schon. Das liegt einfach daran, dass wir hier nicht gerade die besten Reifen aufgezogen haben. Also das ist schon mal so ein bisschen ein Handicap. Dann natürlich diese fast 1,7 Tonnen für diese Art von Fahrzeug oder auch dieses Baualter ist natürlich auch ein ordentliches Gewicht. Aber die Power ist halt da und dadurch, dass das Getriebe so ultra lang übersetzt ist, klar, wir haben halt nur 4 Gänge, bringt man die Leistung halt jederzeit auf den Asphalt. Nichtsdestotrotz, ein bisschen kürzer hätte das Getriebe schon sein können oder vielleicht 1, 2 Gänge mehr oder so. Das hätte dem Ganzen natürlich schon nochmal ein bisschen einen sportlichen Aspekt gegeben. Aber trotzdem, für so ein großes Fahrzeug, für das Baujahr und alles, fand ich das schon sehr, sehr, sehr gut. Und es hat sich auch überhaupt nicht langsam angefühlt. Und ich glaube, das zeigt dann auch gleich die Rundenzeit oder spiegelt das Ganze auch gleich so ein bisschen wieder. Aber bevor wir auf die Rundenzeit schauen, schauen wir uns natürlich noch die letzten Sekunden der Teststrecken-Runde an. Damit lasse ich dich mal noch kurz alleine und dann schauen wir auf die Tabelle. Und mit einer 2:23.825 ist es tatsächlich eine sehr, sehr, sehr gute Zeit. Er positioniert sich zwar am unteren Ende der A-Klasse, aber er hat ja auch nur einen Index von A701, also er ist sowieso am unteren Ende. Er schlägt sogar einen Renault Megane aus dem Jahre 2018, den ich ja sehr, sehr überzeugend fand hier auf der Teststrecke. Und wir sind auch gar nicht so weit weg vom 2018er Jaguar I-Pace, der natürlich auch richtig, richtig, richtig Bums hat durch seinen Elektromotor. Gut, der I-Pace, dem hat es dann natürlich ein bisschen an Topspeed gefehlt. Aber trotzdem, das ist schon natürlich ein gewisser Generationsunterschied und das spricht natürlich für den 300er CE 6.0 AMG. Und ich denke, wenn man da so ein bisschen noch moderne Technik verbaut, also erstmal vielleicht etwas bessere Reifen alleine schon. Also wir haben, wie gesagt, nicht mal Straßenreifenmischung drauf, sondern wirklich das Unterste, was es gibt. Ich glaube, schlechter sind nur noch die Oldtimer-Reifen oder halt natürlich Trackster-Reifen, wenn man so möchte. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Also da einfach ein bisschen bessere Reifen drauf, Sportreifen oder vielleicht sogar die Semislicks. Dann, ja, ein bisschen was noch vielleicht am Fahrwerk oder so machen, ein bisschen Gewicht noch raus und das Ding steht wahrscheinlich super krass da. Also, ja, Tuning-Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden und das ist, glaube ich, auch das richtige Stichwort. Wir gehen nämlich zurück zum Festival und ja, eigentlich müssen wir nicht nochmal einen Blick drauf werfen im Forza Vista-Modus. Wir gehen direkt hier ins Tuning-Menü und schauen mal, was wir hier so anpassen dürfen. Und ja, wir haben natürlich ein paar Austauschmotoren. Einmal ein 5,2 Liter V10 Motor, okay, kann man machen. Den 7,2 Liter V8, also den Racing Motor, finde ich auch okay. Und dann, das finde ich auch sehr cool, man könnte tatsächlich den V12 Motor aus dem Mercedes CLK GTR einbauen. Das ist eine coole Sache, aber das sage ich schon mal gleich vorweg, das machen wir in der heutigen Folge nicht. Ich finde alleine schon, dass ja dieser 300er CE 6.0 AMG, oder einfach kurz gesagt, das Hammer-Coupé schon ein Motorswap eigentlich ist. Will ich jetzt nicht nochmal Motorswappen, also ich will schon hier bei diesem 6 Liter V8-Motor bleiben. Aber das ist ja sicherlich mal was für die Zukunft. Vielleicht mal für ein Twift-Format oder so. Also, ja, warum nicht? So, des Weiteren könnten wir das Ganze auf Allrad umbauen. Machen wir jetzt aber auch nicht. Wir bleiben mal beim Hinterachsantrieb. Wir könnten dem Ganzen ein Biturbo oder sogar einen Kompressor verpassen. Wobei ich da sagen würde, ein Kompressor würde natürlich der Zeit entsprechend und auch dem Fahrzeug entsprechend etwas besser passen. Also Biturbo sehe ich jetzt damals so bei so einem AMG noch nicht. Aber eben Kompressor würde schon gehen. Aber wir gucken jetzt gleich mal, was wir auch ohne das rauskitzeln können. Und dann, das finde ich richtig geil. Ich habe es ja vorhin erwähnt am Anfang der Folge. Es gab optional ein Karosserie-Kit. Und das haben wir hier mit im Spiel. Bam! 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 Und genau so muss Verbreiterung aussehen, finde ich. Ja, also ich habe einige Fachmagazine durchgeguckt, die haben sich eher drüber lustig gemacht. Die haben gesagt, oh, das ist typisches Riga-Style-Tuning. Das war ja damals in den 90ern so ein bisschen verpönt. Aber ich finde ganz ehrlich, das ist doch cool. Es ist einfach an den entsprechenden Stellen breiter. Es sieht nicht angenietet aus oder sonst was. Es ist einfach, finde ich, schön im Guss breiter. Und deswegen, ich finde es hammergeil. Und ja, Hammer ist wahrscheinlich das Wort der Folge. Aber das ist halt einfach so. Deswegen kommt es auf jeden Fall dran. Und ja, wir können jetzt natürlich noch die Forza-Geschichte anbringen. Oder eben diese größere, ja,
Lippe, diese größere Abrisskante hinten. Da ändert sich auch das Symbol. Ich weiß nicht, ob man das sieht, ist ein bisschen dunkel. Aber, weiß nicht, kann ich das Licht irgendwie setzen? Also normalerweise steht ja hier 6.0. Und wenn man das hier macht, dann kommt halt AMG hinten dran. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen. Ich glaube, ich finde es tatsächlich ohne sogar besser. Also ich glaube, ich würde sogar beim normalen lassen und nicht die größere Kante machen. Weil ich finde, die ist eh schon etwas größer. Oder wenn man natürlich den Forza-Spoiler, nee, den machen wir nicht. Nee, ich glaube, ich lasse es mal. Aber cool, dass es auf jeden Fall geht, dass man das Kit dran setzen kann. So, jetzt kommen wir zu den Reifen, wie schon gesagt. Wir haben die schlechtere Mischung als sogar eine Straßenreifenmischung. Ich würde sagen, wir gehen. Oh, ja, komm, also wenn ich schon den Motorswap nicht mache, ich glaube, ihr wollt schon sehen, was man so richtig rauskitzeln kann. Deswegen machen wir schon mal die Semi-Slicks drauf. Machen die auch ordentlich breit. 305er Schlappen. Vorne, Vorderachse. 335er hinten. Kann man machen. Felgen lasse ich, finde ich cool für damals, auf jeden Fall. Und dann, ja, Spurbreite müssen wir mal gucken. Ich glaube, das ist halt dann schon eher wieder fürs Drift-Fahrwerk. Deswegen machen wir mal nur die erste Stufe vorne. Und hinten machen wir, ja, würde ich auch sagen, ja, eine reicht, ne? Also ich finde, oder? Sonst ist es. So, ja, das passt schon. Ja, sonst steht es zu weit raus, es sieht nicht gut aus. Also gut, wir können jetzt auch mal direkt ein moderneres Fahrwerk verbauen. Vielleicht sehen wir es. Es sieht ja aber richtig böse aus. Dann gucken wir jetzt gerade noch mal drauf. Das ändert ja auch noch mal ein bisschen was. Ja, okay, dann geht. Oh, dann geht das sogar. Wobei ich werde den Sturz ein bisschen reduzieren. Machen wir mal Stufe 2. Ja, ich weiß, der ein oder andere würde von euch natürlich sofort. Ich mache immer alles. Kannst du auch gerne tun, aber ich mache es jetzt halt so. Ja, ich will es ja auch noch, dass irgendwie noch realistisch und cool aussieht. Wenn halt der Reifen komplett rausguckt, dann, naja. So, Getriebe unbedingt. Diff auch. Ja gut, das machen wir auch gleich mit. Da machen wir uns jetzt nicht so den Riesengedanken. Ja, bessere Bremsen auf jeden Fall. Das war auch so ein bisschen Defizit, die Bremse auf der Teststreckenrunde. Aber das gebe ich auch die Schuld einfach dem Gewicht und den Reifen. Ja, also der Reifenmischung. Ja, apropos Gewicht. Ich würde sagen 1, ja, das ist zu krass, oder? Das ist zu krass. Ich würde sagen, 1,5 Tonnen haben wir dann immer noch. Und deswegen, das passt schon so. Und von der Leistung würde ich jetzt einfach so aus dem Bauch heraus sagen, wir haben ja 385, also fast 400 serienmäßig, dass wir so ungefähr 550 PS anstreben. Ich finde, das ist für so ein Fahrzeug immer noch mehr als krass. Und deswegen, man muss ja auch immer das in Relation sehen, in welcher Zeit wir uns eigentlich befinden hier. Ende der 80er Jahre. Das ist schon ordentlich. Deswegen, ich rechne das mal ganz kurz in KW um. Das wären dann 405 KW. Ja, das wollen wir ungefähr anstreben. Und dann würde ich sagen, wir machen mal das da. Das da. Was habe ich jetzt gesagt? 405 tatsächlich? So viel? Ich bin gerade verwirrt. Ja, 405. Okay, das ist ein ordentlicher Sprung auf jeden Fall. Nochmal mehr Hubraum? 6,3 Liter? Ah ja, auf jeden Fall, oder? Hä, habe ich mich da nicht verrechnet? 404 kW, das ist ja richtig viel dann. Gut, okay, die Sprünge sind jetzt auch noch nicht die krassesten, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass ich hier gerade ein bisschen übertreibe. Machen wir das alles auch mal. Das kriegen wir gar nicht hin, oder? Ich glaube, wir machen schon fast einen Maximalaufbau mit dem Motor, ohne Zwangsbeatmung. Das haben wir schon drin. Gut, die Nockenwelle wird jetzt halt übelst reinhauen. Ja. Okay, das haben wir schon. Dann machen wir das hier noch. Und dann würde ich sogar fast schon lassen, ey. Dann haben wir halt doch nicht ganz so viel. Ist aber, glaube ich, trotzdem mehr als genug. Dann haben wir 386 kW. Das sind umgerechnet 525 PS. Also das ist ja auch, also wie gesagt, für die damalige Zeit ist es mehr als ordentlich. Ja, ich könnte auch das noch, die Ölkühlung, aber die bringt dann wieder nur unnütz viel Gewicht rein. Und ich glaube auch die Verteilung, die Gewichtsverteilung ist dann nicht so optimal. Nee, das, ja, lassen wir mal so. Können wir das noch reinmachen? Sprungscheibe. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Ne, ich glaube, ich lasse es mal. Ich glaube, das ist okay, wenn der so ein bisschen behäbiger hochdreht. Ja, installieren wir mal. Und ich finde, der sieht jetzt mega krass aus. Diese Verbreiterung, das Tieferlegen. Boah. Also, er sieht so schon krass aus. Aber jetzt. Jetzt muss ich mir nochmal kurz im Forza Vista-Modus angucken. Ja, und apropos Gewichtsverteilung, die ist auch tatsächlich. Im Originalzustand sehr, sehr gut, wenn man bedenkt, dass man hier aus einem 3-Liter-reinen Sechszylinder einen fetten
5,6 bzw. 6,0 oder jetzt in unserem Fall 6,3 V8 einbaut, hat sich das Gewichtverhältnis trotzdem nur auf 53 zu 47 verändert. Das ist trotzdem noch sehr, sehr, sehr mittig. Da gibt es schlechtere Fahrzeuge. Also da haben sie schon einen guten Job gemacht bei AMG. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal raus. Aber wir können noch ganz kurz in die Lackierung reingehen, die es serienmäßig gibt bei dem Fahrzeug. Upsala. Ja, halt. Und das ist tatsächlich ein Blauton. Ja, ich weiß nicht, wie es auf YouTube rüberkommt, aber das ist richtig, richtig krasses dunkles Blau, was ich aber cool finde. Da gibt es natürlich noch so zwei Silbertöne. Die haben natürlich für die damalige Zeit auch was, aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass der so ein bisschen mit einer dunklen Farbe daherkommt. Ja, Grip ist auf jeden Fall jetzt da durch die Semi-Slicks. Ah, und ich bin... Moment, ich muss kurz was anpassen. Ich will jetzt gerade nicht, dass die Treibertare mir die ganze Zeit im Weg rumfahren. Ja, und was man auch noch dazu sagen kann, ist vielleicht, wenn du damals so ein Fahrzeug kaufen wolltest, dann hast du dich zu einem beeilen müssen, denn es gab nur 12 Stück davon. Der 300 CE 6.0 AMG, also The Hammer, ist einer der heutzutage mit der seltensten AMGs, die es so gibt. Und du hast nicht nur dich beeilen müssen, du hast auch einen sehr, sehr, sehr dicken Geldbeutel gebraucht. Der hat nämlich damals stolze 335.000 D-Mark gekostet. Es war damals 100.000 D-Mark mehr als ein Ferrari Testarossa. Das muss man sich mal vorstellen. Aber dann hast du auch ein Hammer Coupé bekommen. Also richtig heftig. Richtig, richtig heftig. Dann fährt sich auf den ersten Metern eigentlich jetzt ganz gut, obwohl ich jetzt groß nichts eingestellt habe. Aber ich möchte trotzdem ein paar Sachen vielleicht anpassen. Gerade Sturz und so könnte ich mir vorstellen, dass das wieder Forza-typisch ein bisschen zu viel ist. Bisschen weniger würde, glaube ich, gehen, oder? Also hinten könnte man es sogar fast lassen. Vorne würde ich es aber dann doch so mal so 4 Klicks oder so reduzieren. So. Vielleicht machen wir eins auch weniger, dann vielleicht ein bisschen die Geschichte hier noch. Getriebe lasse ich erstmal. Boah, jetzt 351,8. Kann man machen. Bisschen natürlich so diese ganz normalen Einstellungen, ja, die einfach immer schon fast Pflicht sind. Das lasse ich auch mal. Der liegt jetzt halt komplett tief, ne? Okay, vielleicht geben wir ihm ein bisschen Puffer. Schadet nicht, wenn doch mal eine Bodenwelle kommt. Ich habe gehört, gerade so kurz vor Zieleinfahrt kommen die gerne bei mir. Das lassen wir auch mal. Diff, ja, ein bisschen Sperre schadet, glaube ich, nicht. Bei dem Ding. Und ja, dann würde ich sagen, da fahren wir auf jeden Fall mal ein kleines Rennen. Ich glaube, da vorne ist ja gerade so ein Sprintrennen. Fahren wir da einfach mal hin. Und gucken mal. Ja, und jetzt einfach durch die schnelleren Schaltzeiten, durch die Zweigänge extra, es ist natürlich ein ganz, ganz anderes Fahrverhalten schon, oder ein ganz anderes Feeling, besser gesagt. Aber viel sportlicher. Das sieht schon geil aus. Ja, so einen alten Benzer und jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen breiter, tiefer. Das hat schon so ein gewisses Statement, möchte ich meinen. Schon ein geiles Teil. Ein bisschen verliebt. Ist auch tatsächlich in dieser Season so ein bisschen mein persönliches Highlight gewesen, in dieser Season 29. Und ja, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, kannst du ihn auch noch gewinnen. Das zeige ich gerne gleich nochmal in der Festival-Spielliste. Musst du nämlich eine Meisterschaft gewinnen und dann bekommst du dieses Fahrzeug. Deswegen die Chance nicht verpassen. Ich finde gerade Tuning-Potenzial technisch ist ja sehr, sehr, sehr viel möglich. Einige Fotos, die ich hier noch nicht gemacht habe. Deswegen unterbreche ich vielleicht mal kurz und mache mal ein Foodie. Ich glaube nämlich sogar auch vom AMG habe ich noch gar keins gemacht, oder? Nee. Okay, wunderbar.
Na, vielleicht könnte ich vorne bei den Dämpfern und beim Stabi nochmal ein bisschen was machen. Weil ich weiß nicht, ob er das unbedingt braucht. Ich glaube, es ist ganz okay so. Ich meine, er hat so krass breite Schlappen jetzt auf der Vorderachse. Also wenn da kein Grip da ist, weiß ich auch nicht. Ja, und halt einfach jetzt diese Bremsen auch und alles. Das ist halt natürlich ein ganz, ganz anderes Fahrverhalten. Das ist jetzt einmal mal komplett modernisiert. Aber das war ja auch so ein bisschen das Ziel. Das finde ich halt auch echt geil, wie sich das halt auch auswirkt in Forza. Und genau das ist der Grund, warum mir Forza nach wie vor so viel Spaß macht. Weil immer wieder werde ich gefragt, ja, Ray, hast du nicht schon langsam den Spaß verloren? Nee, weil das immer wieder aufs Neue cool ist. Diese unterschiedlichen Fahrzeuge, die sich doch eher im Detail halt ein bisschen anders fahren. Ja, im Tuning halt noch ein bisschen was zu verändern. Oder jetzt in dem Fall sogar viel zu verändern. Und wie sich das auswirkt und wie man das anpassen kann. Und sagen wir mal ganz ehrlich, fahren, egal ob jetzt mit Controller oder Lenkrad, und fahren, egal jetzt ob in einem Spiel, gerade in einem Spiel, wo es sehr viel Spaß macht, oder in der Realität, das wird nie langweilig. Ja? Würde sich das Fahren jetzt natürlich in Forza nicht spaßig anfühlen, dann hätte ich wahrscheinlich auch den Spaß an Forza schon längst verloren. Aber so halt natürlich nicht. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir machen noch ein paar Rennen einfach, um einfach so ein bisschen das auch zu zelebrieren, wie geil sich das ganze Teil jetzt fährt. Man könnte sogar echt überlegen, rein optisch die Felgen 1 Zoll größer zu machen. Das will ich mir mal noch angucken, ob ich es jetzt mache. Ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, das würde optisch sogar für so ein etwas Wir lassen's. Für ein Tuning, was ein bisschen in die Moderne geht. Ich formuliere es einfach um. Ich kann nicht mehr, also ich krieg das Wort nicht mehr hin. So, 18 Zoll könnte man eigentlich machen, ne? Auch mal auf der Hinterachse gucken. Ja, würde gehen. Aber ich lasse es mal so, weil es ist ja auch irgendwie... so, abbrechen. Verwerfen, ja. Ich meine, was man auch machen könnte, rein optisch jetzt, was wäre, wenn man bei den Felgen... Ich will es einfach nur wissen, weil gehen sollte es ja. Farbgruppe 2, was ist jetzt da? Ah, das ist das Innere, okay. Farbgruppe 1 wahrscheinlich dann. Genau, was wäre, wenn man das jetzt halt so ein bisschen in einer anderen Optik macht? Ich glaube, das würde auch nicht schlecht aussehen, wenn man das auch in so einer... Metalloptik macht. Ja, schwierig. Ja, so wär's. Das wäre mir zu glänzend irgendwie, aber das würde auch eigentlich ganz gut gehen. Aber irgendwie hat es auch was, dass das in der Wagenfarbe da innen ist. Deswegen, ich lasse es mal. Ich lasse diesen Style. So, jetzt aber Rennfahren, habe ich gesagt. Also machen wir das auch. Machen wir mal ein Rundkursrennen. Vielleicht in der Stadt. Oder nee, der Style, genau. Das machen wir eigentlich viel zu selten. Ich glaube, der könnte sich da rundrum um Erfasit ganz gut anstellen. Ich finde auch diese Frontscheinwerferwischer finde ich halt auch extrem geil. Aber das wurde ja bei AMG, bei Mercedes sehr oft verbaut. Ob es das natürlich jetzt gebracht hat, weiß ich nicht, aber scheinbar schon. Scheinbar waren die immer sehr krass verdreckt von Fliegen oder so, könnte ich mir vorstellen. Ja, bisschen Offroad hier unterwegs. Vorsicht. Also ich glaube, ein Kompressor könnte das Fahrzeug sogar echt noch gut vertragen. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, ob ich den voll aufbauen wollen würde. Aber so eine Kompressor-Variante wäre echt eine Möglichkeit noch. So als Alternativ-Tuning.
Würde auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Drehmoment unten raus gewährleisten. Weil so fährt sich das Ding jetzt gerade echt wie auf Schienen. Das ist echt krass. Aber ja, vielleicht einfach mal für ein späteres Projekt sowas umzusetzen. Man will sich ja auch noch Optionen offen halten. Oder einfach dich auch animieren, sowas zu bauen. Ich will ja nicht immer alles hier vorweggreifen. Ja, aber so ein Fahrzeug könnte ich mir halt auch echt sehr gut mal in City CVR oder so vorstellen. Also gerade so auf 800 kriegst du den ja echt geil getuned. Auch wenn wir jetzt ein bisschen drüber sind, aber also... Das wäre auf jeden Fall ein Hammer-Coupé. Ja, ein bisschen könnte man den Dämpfer vorne noch einen Tick weicher machen. Oder gerade beim Anbremsen auch aus den schnellen Abschnitten ein bisschen helfen, das Fahrzeug ein bisschen mehr in die Kurve reinzulegen. Kann ich ja vielleicht am Ende jetzt hier gleich nochmal machen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und dann passen wir das doch jetzt mal noch an. Nicht nur einfach sagen, sondern auch tun. Und ah, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Stimmt. Ah, das tut mir jetzt leid. Also, gewinnen kannst du das Fahrzeug, wie gesagt, jetzt aktuell noch in der oder über die Festival-Spielliste. Entsprechend über diese Meisterschaft. Baumschmuser heißt die. Genau, da kriegst du das. Und das würde ich dir auch empfehlen, mitzunehmen. Definitiv. Weil das ist... Halte dich fest. Ein Hammer-Coupé. ja, genau. Also, da passen wir das mal noch ganz kurz an. Und zwar Dämpfer würde ich vorne gerne ein bisschen weicher noch hier. Ich glaube, das würde beim Anbremsen doch einiges bringen. Probieren wir es einfach direkt mal aus. So. Wenden in 8 Zügen. Haben wir geschafft. Ah, ich glaube schon, dass es... Ja, ja. Ja, ja, es geht auf jeden Fall ein bisschen besser rein. Ist fernweg davon jetzt so ein übertriebenes spitzes Tuning zu sein. Weil ich glaube, wenn man es jetzt noch ein bisschen mehr macht, dann könnte man natürlich schon noch mal ein bisschen krasser in die Kurven rein und auch ein bisschen enger um die Kurven rum. Aber ich finde, das würde dann nicht so ganz zum Charakter dieses Fahrzeugs passen. Und man müsste auch viel, viel mehr kurbeln, weil das Heck dann auch die ganze Zeit versucht, dich zu überholen. Und ich glaube, so ist es, glaube ich, ganz ja, treffend zu diesem Fahrzeug.
Ja, und ansonsten bleibt mir da eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, denn wir sind am Ende angekommen dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass es mich doch sehr, sehr gerne wissen. Lass sehr gerne ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Resttag und eine wunderschöne kommende Woche vor allem auch. Und ja, mach's gut und bis hoffentlich zur nächsten Ausgabe hier in Forza Horizon 4. Bis dann, ciao!